Ja, Leute, in einem spannenden letzten Part haben wir den ersten Robotenmaster besiegt, und zwar den guten Alec-Man. Ja, und jetzt können wir bestimmt in der Stage von Iceman ein kleines bisschen mehr richten, da ich zum ersten Mal eine Waffe habe, und zwar die vom guten Alec-Man. Und ich weiß auch, glaube ich, wofür ich mir die Waffe aufheben werde, denn ich kenne sie ja schon ganz gut. Oder soll ich sie frei nutzen? Ich möchte eigentlich mal für den Boss aufsparen, aber gut. Ich weiß auf jeden Fall, wo die Waffe perfekt zum Einsatz kommt. Habe ich nicht da hochgebackt gerade? By the way, ich fand die Stage von Alec-Man ziemlich lang. Das waren ja schon fast zwei Stages. Das waren ja schon fast zwei Mega Man Stages. Ja, das geht wesentlich besser. Werde ich da oben auch benutzen, wenn ich bei der Stelle angekommen bin. Und ich werde von der Waffe von Alec-Man noch wesentlich mehr Gebrauch machen, denn langsam komme ich rein ins Spiel. Ach komm, was machen wir uns eigentlich so schwer, Tanze? Ach, by the way, ich habe nur Leben noch vom letzten Fight. Na komm, egal, man kann es ja mal probieren. Ja, das war gerade meine Schuld. Egal, waren sowieso nur Leben. So, B für Continue. Das war die Aufwärmtestphase, jetzt beginnt die richtige Phase. Schieß bitte in die richtige Richtung, Mega Man. Und wieso slidest du zur Seite? So, zack. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das ja die richtige Iceman-Mucke war, weil ich habe da eine andere Mucke im Sinn. Aber gut, okay. Halb so wird. Ist ja nicht das Problem. So ein bisschen eigene Innovations finde ich schon ganz pralle vom Spiel. So, bevor das gefährlich wird, machen wir ganz einfach so und holen uns auch gleich Energie zurück. Ja, die Alec-Man-Waffe habe ich sowieso bei Mega Man 1 schon immer sehr gemocht. Das Elektro-Teil. Und ich frage mich, wann es denn eigentlich die ersten Power-Ups gibt. Zum Beispiel den jetzt Rush-Adapter oder so. Falls es hier überhaupt sowas gibt. Ich weiß das gar nicht mehr. Nämlich schon ein Weilchen her, seitdem ich das LP von der Final gesehen hatte. Blöder Sniper Joe. Ah, jetzt kam die Stelle hier. Ja, wesentlich leichter. Du dreckiger Hansel! Mann, das meine ich mit dem scheiß Rutschen hier. Genau das meine ich mit dem Rutschen.
Ja, nicht die ganze Energie aufbrauchen für die Waffe. Bisschen können wir ersparen. Man hätte jetzt auffüllen können. Habe ich nicht drauf geachtet, aber. Egal! Egal! Mann. Das ist eine blöde Stelle hier. Das ist wirklich gerade eine blöde Stelle. Oh, wenn man die Stelle verkackt, dann verkackt man sie. Total. Ich bin zu langsam. Ich bin da echt jedes Mal zu langsam. Ja, wenn ich sehe, was oben schon wieder kommt. Habe ich wirklich Bock auf die Iceman Stage? Ich habe ja eigentlich die Waffe mit Alec Man. Das macht die Stage ja minimal humaner. Das macht die Stage minimal humaner. Wunderbar, keine Waffenenergie. Oh, ich lass mich treffen hier oben. Vom zweiten Block. So. Ey, wie das verarscht manchmal das Teil. Jetzt kam der Sniper schon wieder hier. Ich könnte es auch so machen. Wenn ich mich da besser anstellen würde. Fuck you. Geht denn das noch? Oh, danke. Ach, hier ist schon der Boss. Tja, und ich hab nur Leben und bin gleich tot. Egal, wenigstens habe ich schon mal Iceman gesehen. And guess what? Den mache ich jetzt auch. Okay, aber nach der Abgrundpassage ist offensichtlich Schluss. Dann hätten wir es geschafft. Über die letzten Wurmlöcher könnte ich ja theoretisch drüber springen. Ja, toll, dass mich das noch getroffen hat. Her damit. So, jetzt kam die Passage hier. Multitasking-Passage. Dann kam das Wurmi 4.
Der sich hochglitscht manchmal. Oh ja, du bist so eine... Oh, du bist so ein Held. Du bist echt der Gescheiteste. Held ever. Mega Man. Ist echt der gescheiteste Held ever. Dass der so scheiße rutschen muss hier, statt mich ein bisschen. Komm schon, droppt ein bisschen. Live. Drop ein bisschen live. Komm schon. Fuck you. So hoch da. So, jetzt kam meine Hassstelle. Ich hab's zum ersten Mal nur Hit geschafft. Ich hab die Stelle zum ersten Mal nur Hit geschafft. Jetzt kam er hier. Oh Mann, ja, der ist noch ein Problem, der Typ. Die kleine Pest. Ja, oh, wunderbar. Energie von euch haben. Werdet ihr mal so nice und gibt mir Energie. Seid ihr so nice? Komm, bitte seid so nice und gibt mir Energie. Seid so nice und gebt mir Energie. Am besten gleich einen großen. Boah, das dauert ja ewig bei diesen Viechern. Ja, es ist zwar gerade langweilig für euch, aber... Ich hätte gern ein bisschen Energie von diesen Viechern. Boah, nur Waffenenergie. Ja, wunderbar, das habe ich jetzt davon. Oh, wie er rutscht. Wie bitte komme ich die Stufe da hoch, obwohl ich kein Stück in diese Richtung drücke? Rutschmechanik geht mir so auf die Klötze gerade. Komm durch, ist egal. Spring einfach drüber. So, danke. Mal sehen, wenn ich jetzt bei ihm sterbe, wo komme ich denn eigentlich an? Geht er nur hin und her? Komm, egal. Elegmans Waffe und Schluss gemacht mit dem Typen. Ja, wie auch im Originalteil ist die Waffe von Elegman die Waffe gegen Iceman. Huhu, und ich muss die Stage nicht mehr sehen. You got
Ice Slasher. Bam! Das wäre geschafft. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir zum guten Fireman. Mit den Stages von Fireman hatte ich eigentlich nie Probleme. Wie es hier aussieht, mal sehen. Naja, bis dann. Tschüss.